Natur und Kunst planvoll verbunden. Es war Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, der das Gartenreich Dessau-Wörlitz erschuf. Als junger Mann reiste er nach England, Frankreich und Italien, um sich zu bilden. Schloss Wörlitz, gestaltet nach antiken und englischen Vorbildern, ist der erste klassizistische Bau in Deutschland, ein repräsentativer Sitz. Für damalige Zeiten revolutionär. Der Fürst erlaubte auch seinen Untertanen, Schloss und Gärten zu betreten. Das Besondere am Haus ist, es war für Besucher ständig offen. Es war also eine Art Musterhaus des 18. Jahrhunderts. Fürst Franz hatte ein Bildungsanliegen. Dieses Gartenreich Dessau-Wörlitz zog Gäste aus ganz Europa an. Also aus Portugal sind Gäste überliefert, wie auch aus dem damaligen Russland. Einer darf natürlich in diesem Reigen nicht fehlen, Johann Wolfgang von Goethe. Fürst Franz glaubte an die Ideale der Aufklärung und Toleranz. Das spiegelt sich auch in der Landschaftsgestaltung. Diese Sichtachse verbindet eine jüdische Synagoge mit einer katholischen Kirche. Das gotische Haus hat zwei Fassaden. Vorne Neogotik, hinten englische Tudorgotik. Wie viele andere Gebäude hier ist es ein Werk des fürstlichen Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf. Ein Kuriosum gibt es auf der Felseninsel Stein zu entdecken. Hier thront der erste künstliche Vulkan Europas, der Wörlitzer Vesuv, der sogar Feuer spucken kann. Eine Reise nach Neapel hatte den Fürsten dazu inspiriert. Im Schloss Wörlitz empfing der Fürst die Gelehrten seiner Zeit. Beim Festmahl tauschte er sich mit ihnen aus. Fürst Franz wollte als Landesvater in Erinnerung bleiben, der die Lebensbedingungen seiner Untertanen verbessert hat. Erreichen wollte er dies durch Bildung, Erziehung, die Künste und eine moderne Landwirtschaft. Heute lockt das Gartenreich Wörlitz jedes Jahr rund 1 Million Touristen an. Es ist ein unglaublicher Genuss, hier durchzuspazieren und das auf sich wirken zu lassen. Sieht alles sehr gepflegt aus, sehr natürlich, sehr neu, aber trotzdem auch sehr klassisch. Wir würden am liebsten für immer hier bleiben. Das macht so glücklich. Es macht einfach glücklich.